Aber Marc, wieder starker Zweikampf und holt sich dadurch immer wieder den Platz. Jetzt mit Frimpong schlägt man die frühe Flanke auf Bodyface und das ist das Ding drin! Und hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in der Nähe der Bay Arena. Hier auf YouTube und heute zeige ich euch was Besonderes, denn heute haben wir die Möglichkeit, bei einem Tag vorbeizuschauen, bei der VBL. Wie ihr wisst, bin ich Kommentator bei der virtuellen Bundesliga und Moderator bei Bayern 04 eSport und dementsprechend nehme ich euch heute mal mit in einen Arbeitstag bei Bayern 04 eSport. Dafür müssen wir ins Stadion. Ich muss aber erstmal den Beteiligten schreiben, damit sie uns aufmachen, weil alleine kommen wir da nicht rein. Okay, ich werde doch nicht abgeholt. Mir wurde der Aufzug runtergeschickt. Heißt der B04 eSports Account. Du schneidest doch was. Kann man einen kleinen Sneak Peek zeigen? Kannst du mal hier drauf filmen? Oh, ich glaube, ich weiß schon, in welche Richtung das. Man weiß schon, in welche Richtung das gehen könnte. Genau. So, hinter mir seht ihr schon das Stadion. Da schauen wir gleich auch mal genauer hin. Aber erstmal müssen wir uns umziehen, damit wir gut gekleidet sind. Also. So, damit sind wir wieder zurück. Ich mag die Kollektion für die Europa League. Dunkles Rot, so ein bisschen lila-mäßig, finde ich sehr, sehr geil. Schauen wir mal, was wir weiter zeigen. Hier könnt ihr schon mal sehen, wo Medin und Marc gleich sitzen. Die Schaltfläche mit dem Stream Deck. Und das ist dann die Aussicht auf den Fernseher. Da werde ich davor positioniert. Und zwar vor dieser Kamera. Zeige ich euch aber gleich nochmal genauer. Das hier ist der Pro-Bereich. Hier sitzen die Jungs gleich. Meistens Sean da und Marc hier. Und dann haben wir hier die PlayStation. Schön die Kamera für die VBL alles vorbereitet. Könnt uns auch anmelden. Weil mit dem VBL-Profil darf man nicht online spielen. Nur gegen andere VBL-Teilnehmer. Komm, ist der Konflikt. Ihr seid auch endlich da, ne? Ja, es geht, Jungs. Hallo, ich bin Marc. Sportler. Hungrig. Wir wollen so ein Schaber. Einmal für die Jungs den Burger, wo irgendwie mir viel zu viel Grün drauf ist. Und scheinbar für uns gibt es das da. Ist das ein Schnitzel? Schnitzel. Wenn es Fisch ist, dann wird es von mir sowieso nicht angefasst. Ist das ein Einzelteam? Ja. Ja, spielen wir lieber Lahm. Ist das besser? Ich bin glaube ich Lahm, ja. Eigentlich schon. Ja, hast du auch geschafft. So, während sich die Jungs da drinnen aufwärmen, an ihren Plätzen, habe ich euch ja gerade schon mal kurz gezeigt. Und wir gehen jetzt gleich nach unten und schauen uns mal das Feld an. Boah, also hier, die Treppen runter ist richtig sportlich. Treppen hoch ist noch viel schlimmer. Denn runter habe ich auch ein gutes Tempo drauf. Aber hoch wird es schwierig. Schönes idyllisches Bild, wie die Tauben durchs Stadion fliegen. Schön. So, wir gehen dahin, wo man sonst nicht hinkommt, direkt ans Feld. Hier, wo wir gerade sind, kommt man nicht allzu oft lang. Und da müssen wir gleich wieder hoch, diese blöde Loge. Ey, auch geil, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, ne? Aber hier diese LED-Leinwand mit den einzelnen Lampen. Von der Seite so nah habe ich das auch noch nicht gesehen, auch wenn das vielleicht jetzt super unspektakulär wirkt. Aber ist irgendwie geil. Also als ich mit dem Fußball-Content angefangen habe, muss ich sagen, hätte ich nicht erwartet, irgendwann hier stehen zu können und komplett frei mich bewegen zu können. Naja, bis auf den Rasen. Aber dass ich hier rumlaufen kann, euch das einfach mal zeigen kann. Weil für mich ist es so ein cooler Moment, so nah am Rasen dran zu sein. So nah, wie man sonst eigentlich nie kommt. Vielleicht bei einer Stadionführung. Aber da wird man natürlich auch so ein bisschen beobachtet. Nichtsdestotrotz habe ich eh das Gefühl, dass hier außenrum einige mich beobachten, weil in den Logen immer was zu tun ist. Aber egal. So, und wir sind jetzt unten angekommen und gehen mal so ein bisschen den Bereich hier entlang, um euch mal so zu zeigen, wie cool eigentlich der Ausblick ist. Also ich bin halt direkt von unten an den Tribünen. Das ist schon ziemlich geil. Und da auf der Seite, das zeige ich euch mal jetzt. Also ich will nicht noch näher rangehen. Theoretisch könnte ich bis dahin gehen, aber sonst werde ich böse beobachtet. Und weil der Rasen ist tabu, da dürfen wir nicht drauf. Aber ihr seht mal, wie geil der aussieht, ne? Wie so ein richtiger Teppich. Und dann wird er da auch noch beleuchtet, damit er halt nächste Woche fürs DFB-Pokalspiel wieder richtig präpariert wird und super bespielbar ist. Ey, den wirklich mal zu betreten, das wäre richtig geil. Kann ich aber nicht machen. Deshalb, nein, das tun wir nicht. Wir könnten uns schicken näher ran, aber das machen wir nicht. Und um zurückzugehen, muss ich jetzt diese ganzen Treppen wieder bis nach oben laufen. Musik
Never skip a leg day in the Bay Arena. So, die letzten Vorbereitungen werden getroffen. Hier werden nochmal die Teams eingerichtet. Dafür hat sich Marc jetzt bereit erklärt. Und Frimpong ist auch dabei. Mit diesem Schuss verliert ihr nie wieder ein Spiel in SC24. Schnell mal den Bulgy Classic. Ja, ich bin zufrieden. Eine gute Idee habe ich von dir gesehen. Soll es gerade noch VBL-Interview geben? Das wurde nichts. Also gibt es jetzt hier Interview. Wie fanden Sie das Spiel? Was nehmen Sie mit aus diesem Spiel? War ein gutes Spiel. Nichts zugelassen. Vorne gesehen, dass den Torwart nicht so gut moven und da das gut ausgenutzt. Und glaubst du, Bulgy macht das jetzt? Klar. Ich glaube an Bulgy. Dauert also noch. Confident? Ja. Läuft. Das, obwohl du so lange nicht mehr gespielt hast und letzte Woche noch krank warst? Ja, ich bin noch immer gefühlt krank, aber läuft. 3 gegen 2 war gut. Jetzt gleich Einzel und dann geht's gleich gegen Paderborn weiter. Dann freue ich mich darauf, dich als Kommentator wieder dabei zu haben. Ja. So, deshalb, die Eindrücke findet ihr bei der VBL. Da kann ich nicht allzu viel von zeigen. Aber, ja. Bravo. Wieder mal da, der Trusche mal fahren. Stark. Bulgy. Maschine. Zur Erklärung, warum wir gerade hier saßen und denen zugeguckt haben. Das war Featured Match bei der VBL. Das heißt, ihr habt das auf deren Account gesehen und wir streamen das währenddessen nicht live. Wir spielen heute tatsächlich nur ein Spiel in unserem Stream und das ist gegen Paderborn, weil Hamburg krankheitsbedingt abgesagt hat und deshalb machen wir uns jetzt mal langsam fertig, während die Jungs sich da vorne noch warm spielen für das Topspiel gegen Paderborn. Und wir verkabeln uns jetzt und dann seht ihr gleich, was wir da so machen. So, mittlerweile ist es dunkler in der Bay Arena und wir gehen jetzt rüber in die andere Kabine mit unserem Tablet, wo wir den Stream gleich sehen werden und von da aus kommentieren wir. Es hat einfach folgenden Grund, damit Sean und Marc während des Spielens nicht gestört werden, gehen wir immer in eine separate Kabine. So. Kommen Sie rein mit meinem Vlog so. Oh, hi Rudi. So, gleicher Ausblick wie von hinten. Nur wir setzen uns jetzt hier an den Tisch und kommentieren jetzt richtig geiles Spiel. Bist du bereit? Ja, hoffentlich mit 3 Punkten. Ja, das wäre jetzt geil, denn wir spielen gegen Paderborn. Und ja, Paderborn ist Erster. Also müssen Punkte her, ja, bevor das Ding gleich wieder ausgeht, setzen wir uns schon mal hin. Das erste Spiel war wieder live auf dem VBL-Kanal in der Featured-Konferenz. Und wir gehen jetzt direkt rein ins Topspiel, nachdem wir die ersten 3 Punkte geholt haben. Und an meiner Seite begrüße ich heute endlich wieder Bulgy. Hallo, ich freue mich auch wieder hier zu sein. War ja letzte Woche leider verhindert, aber ich bin guter Dinge, dass wir hier noch Punkte holen werden und freue mich auch wieder hier zu sein. Und jetzt auch Johnny hier. Aber Marc wieder starker Zweikampf und holt sich dadurch immer wieder den Platz. Jetzt mit Frimpong schlägt man die frühe Flanke auf Bodyface und das ist das Ding drin. 3:2. Es funktioniert doch endlich mal mit den 99er Karten. Da kommt er den Ball, das jetzt schlägt aus dem Halbfeld die Flanke und Boniface setzt sich durch, wie ein 99er das machen soll. Ey, ich kann das nicht mehr, ne? Das war letzte Woche auch schon hier so ein Durcheinander. Erstmal kurz durchhandeln, bevor es in die Schlussminute geht, aber das war ein krasser Angriff. Ja, vor allem, das sind ja diese Flanken halt wieder, ne? Normalerweise, viele E-Sportler hätten da nicht geflankt, weil die einfach, der kommt eh nicht an. Aber es kommt ja darauf an, auch welcher Spieler da halt oben ist bei uns. Aber perfekt gemacht. Ich glaube auch, das Timing war halt auch sehr gut, ne? In der 90. Minute. Musiala auf die rechte Außenbahn. Ganz viel Platz mit Malen. Torwart wird gemoved. Und dann ist das Ding. Das kann doch nicht sein. Er moved den Torwart. Der steht genau richtig. Und der Ball schlägt ins Eck ein. Und egal, was sich mal gerade erspielt hat. Aber so darfst du keine 2 Punkte verlieren. Mhm. Dafür hätte man das Spiel auch gar nicht mehr starten müssen, wenn man hier 20 Minuten Zeitspiel sieht. Ja, wir gehen in die Nachspielzeit. Sean, kein Ballbesitz. Also Sean hat einfach effektiv keinen Ball gehabt, nachdem wir wieder reingegangen sind. 1 Minute Nachspielzeit, das war's. Das Spiel ist verschenkt worden durch einen Controller-Bug. Unglücklicher geht's nicht. Da hätte man gefühlt... Da hätte das Spiel auch abbrechen können. Ja, hätte man gefühlt auch weiterspielen können, ohne dass man abgebrochen hat. Also jetzt ins Spiel reinzugehen, ohne eine Chance für Sean den Ball zu kommen, weil Chaser 18 Minuten lang auf Zeit spielt, ist sehr unglücklich. Das ist... Also es ist eine sehr schwierige Entscheidung. Ja.
Na gut, uns bleibt nichts anderes übrig, als uns zumindest aus unserer Sprecherkabine zu verabschieden. Wir gehen noch mal kurz rüber und hören vielleicht das ein oder andere Statement und schauen kurz auf die Ergebnisse. Wir sehen uns gleich. Damit melden wir uns noch mal kurz aus dem Studio mit dem positiven Erlebnis des heutigen Abends, nämlich dem Sieg gegen Osnabrück, wo Buldi auch eben noch am Start war. Da schauen wir kurz noch mal drauf, damit wir da auch noch mal vollständigkeitshalber haben. Das 2 gegen 2 haben wir mit 5:0 für uns entschieden in Form von Marc und Bulgi. Und das 6:1 entscheidet Bulgi dann für sich. Bulgi, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dich heute wieder an der Seite zu haben. Leider nur ein Spiel, aber es hat auch gereicht. Mein Puls hat heute schon gesagt, nee, mehr brauchen wir nicht. Dementsprechend sehen wir uns dann die nächsten Wochen wieder. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Und genau, nächste Woche geht's weiter. Ich bin gespannt, wie wir dann spielen werden. Und ja. Freut euch drauf. Es ist noch nichts verloren. Wir sind absolut mit dabei im Playoff-Rennen. Und deshalb sehen wir uns dann die nächsten Wochen wieder, wenn wir die Playoffs weiterhin ins Ziel fassen. So, das war mal ein Ausblick in einen VBL-Spieltag. Wie das Ganze hier so abläuft. Ihr habt es gesehen, es war komplett durcheinander. Und heute mal was anderes. Durch die Konferenz, wo wir dabei waren und Hamburg, die abgesagt haben. Dann das Controller-Problem, wenn ihr das überhaupt im Vlog so richtig mitbekommen habt, weil Sean hatte ein Controller-Problem und dann wurde das Spiel unterbrochen und hat dadurch 2 Gegentore kassiert und dadurch am Ende verloren. Naja, so ist es nun mal, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, dieser Einblick. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Checkt gerne die Jungs von Bayern 04 eSport ab, Bulgi, Marc, Sean und natürlich Bayern 04 eSport selber. Und dann freue ich mich auf das nächste Video und euch auf Instagram wieder zu sehen. Haut da rein, ciao und bis denn.